Ja, Sie haben schon mal gehört, Grundübungen, Mehrgelenksübungen, Isolationsübungen, Krafttraining. So ganz einfach. Und eine Mehrgelenksübung versteht man zum Beispiel Kniebeuge, das Bankdrücken, das Kreuzheben, die Military Press. Warum? Ganz einfach. Mehrgelenk, bei der Kniebeuge bewegt sich das Kniegelenk, das Hüftgelenk, das Fußgelenk. Also mehr Gelenke, die gleichzeitig arbeiten. Beim Bankdrücken, Ellbogengelenk, Schultergelenk. Beim Military Press, Ellbogengelenk, Schultergelenk. Beim Kreuzheben, Knie, Fußgelenk, Hüftgelenk. Mehrgelenksübungen. Mehrgelenksübungen sind immer mehrere Muskelgruppen gleichzeitig bei der Arbeit. Bei der Isolationsübung, bei maschinenorientierten Training, sind in der Regel immer nur ein Gelenk an der Arbeit. Zum Beispiel Bizeps-Curls, ein Gelenk, okay? Trizepsdrücken, ein Gelenk. Somit, der Unterschied zwischen Mehrgelenks- und Isolationsübungen ist immer der Anteil der Gelenke und somit der Anteil der Muskelgruppen, die gleichzeitig arbeiten.